Wir kommen gleich zu einem anderen Thema, das in der SPD auch auf das Heftigste umstritten ist, nämlich das transatlantische Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP. Zu eben diesem Thema hat die Linke hier einen Antrag eingereicht in den Bundestag und der bezieht sich auf die Schiedsgerichte, die eine große Rolle spielen werden bei diesem Freihandelsabkommen unter Umständen. Eine große Rolle spielen werden. Der Antrag der Linken hier heißt, keine Paralleljustiz für internationale Konzerne durch Freihandelsabkommen, und das Wort ergriffen hat in diesen Sekunden Klaus Ernst, der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion. In diesem Antrag ist plötzlich eine Befürwortung von privaten Schiedsgerichten beinhaltet. Es zeichnet sich ab, dass dagegen eine Mehrheit stimmen würde, und schwupps wird mit 2 Stimmen Unterschied das von der Tagesordnung gekegelt. Meine Damen und Herren, was ist das für ein Demokratieverständnis? Sie hätten die Möglichkeit gehabt, im Europäischen Parlament ein Zeichen zu setzen und die Kritik der Bürger daran, dass künftig private Schiedsgerichte darüber entscheiden, wie viel Staaten zahlen müssen, wenn sich ein Unternehmer seiner Gewinne möglicherweise beraubt oder glaubt, diese Gewinne treten nicht mehr ein. Wenn also so eine Situation eintritt, Sie hätten die Möglichkeit gehabt, Klarheit zu schaffen. Sie haben sie nicht gemacht. Das ist traurig, meine Damen und Herren, äußerst traurig. Momentan, ich sage Ihnen das ganz deutlich, ist das Hamburger Hafenwasser klarer als Ihre Position in dieser Frage. Und es wird Zeit, dass Sie endlich Ihre Positionen bestimmen, wo Sie hinwollen. Da sagt Herr Gabriel in der Erklärung mit dem DGB, Zitat, Investitionsschutzvorschriften sind in einem Abkommen zwischen den USA und der EU grundsätzlich nicht erforderlich und sollten nicht mit TTIP eingeführt werden. Jetzt legt er selbst einen Vorschlag vor für ein Abkommen über besondere Investitionsvorschriften. Denn auch wenn jetzt das in einem internationalen Handelsgerichtshof geklärt wird, bleiben es ja Sonderrechte für die Unternehmen, die zwar immer die Staaten verklagen können, wo aber nie ein Bürger die Unternehmen verklagen kann, wenn sie ihren Umweltschutzvorschriften nicht einhalten, wenn sie die Arbeitsschutzvorschriften nicht einhalten. Nur jeweils ein Sonderrecht für die Unternehmen. Das gilt auch für einen internationalen Handelsgerichtshof. Was Sie hier machen, ist eine Nebelkerze und nichts anderes, meine Damen und Herren. So. Dann habe ich es zur Kenntnis genommen. Reich und hysterisch werden die Deutschen, weil sie sich gegen TTIP aussprechen. Das ist ja lustig. Und dann sagt Herr Gabriel, wenn der Rest Europas dieses Abkommen will, das ist jetzt ein Zitat, ich sage Ihnen, Deutschland wird dem dann auch zustimmen. Das geht gar nicht anders. Wo ist Ihre Haltung? Mein Gott, da kennt sich doch keiner mehr aus, was die Sozialdemokratie eigentlich will. Sie haben heute die Möglichkeit, Klarheit herzustellen. Und jetzt sage ich Ihnen noch eins, meine Damen und Herren. Die Frage ist, wir in Europa ganz alleine. Wie sieht es in Europa aus? 2 Millionen Unterschriften unter eine selbstorganisierte Bürgerinitiative gegen TTIP und CETA, also gegen die Handelsabkommen mit den USA und gegen das Handelsabkommen mit den Kanadiern. 2 Millionen Unterschriften. In Deutschland übrigens 15 Mal so viel, wie nach dem Quorum der Europäischen Union notwendig wären. 15 Mal so viel. Welche Länder haben sich inzwischen ebenfalls an dieser Abstimmung beteiligt und das Quorum erfüllt? Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Schweden. Es wäre Zeit, dass sich die Sozialdemokratie an die Spitze stellt bei dieser Bewegung und nicht außen vor bleibt und umeinander eiert in dieser Frage, meine Damen und Herren. Das wäre dringend notwendig. Ich habe auch noch Slowenien vergessen, um es deutlich zu sagen. So, 14 Länder. Offiziell notwendig wären nur 7. Also überall wurde das Quorum erfüllt, um eigentlich so eine entsprechende Bürgerinitiative auf den Weg zu bringen, die europäische Ebene ablehnt. Meine Damen und Herren, Investor-Staat-Klagemöglichkeiten sind eine Gefahr für die demokratischen Strukturen. Das wissen Sie. Deshalb gibt es auch Gott sei Dank erheblichen Widerstand bei den Sozialdemokraten dagegen. Staaten können in Milliardenhöhe verklagt werden, wie eben zum Beispiel Bundesrepublik Deutschland von Vattenfall verklagt wird, vor einem internationalen Schiedsgericht. Meine Damen und Herren, ausländische Investoren werden besser gestellt als einheimische. Das Klagerecht haben nur internationale Konzerne, aber nie die Bürger. Meine Damen und Herren, und jetzt also einen staatlich organisierten internationalen Gerichtshof, meine Damen und Herren. Das ändert aber nichts an dem Punkt. Und das wissen Sie auch genau. Frau Malmström hat es Ihnen gesagt. Sie hat gesagt,
dass es kurzfristig schlichtweg nicht möglich ist, einen solchen Gerichtshof zu installieren. In CETA, in dem Abkommen mit Kanada, ist es jetzt nun eindeutig so, dass diese Schiedsgerichte vereinbart sind, und zwar die alten, nicht der Vorschlag von Gabriel. Wenn Sie also tatsächlich wenigstens den Vorschlag Ihres eigenen Parteivorsitzenden ernst nehmen würden, dann müssten Sie wenigstens aus dem Grund CETA ablehnen, weil Sie sonst automatisch diese Dinge auch in TTIP nicht mehr loswerden, meine Damen und Herren. Aber auch das tun Sie nicht, sondern Sie eiern rum. Meine Damen und Herren, wer an so einen Gerichtshof glaubt, der glaubt auch, dass der Storch die Kinder bringt, meine Damen und Herren. Und das ist, glaube ich, dem einen oder anderen doch in der Realität anders bekannt. Meine Damen und Herren, wenn Sie Ihren eigenen Vorschlag ernst nehmen, müssen Sie handeln, Klarheit herstellen. Es bleibt auch bei Ihrem Vorschlag bei einer Paralleljustiz, obwohl es keinerlei empirischen Nachweis für die Notwendigkeit von Investitionsschutzabkommen gibt. Und es gibt weiterhin die Privilegien für internationale Konzerne. Meine Damen und Herren, wir brauchen tatsächlich einen internationalen Gerichtshof, wo entlang der internationalen Handelskette die Bürgerinnen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit haben, vor Gerichten zu klagen, wenn ihre Menschenrechte nicht beachtet werden in Ländern, wo internationale Konzerne tätig werden. Wir brauchen einen Schiedsgerichtshof, wo möglicherweise geregelt wird, dass, wenn wir in Bangladesch Frauen verbrennen in ihren Fabriken, weil die Läden zugesperrt wurden und keine entsprechende Konsequenz erfolgt juristisch, da hätten wir die Möglichkeit, tatsächlich sinnvolle internationale Gerichte zu machen. Das machen Sie nicht. Deshalb bleibe ich dabei. Nutzen Sie Ihre Chance, heute mit unserem Antrag diese Schiedsgerichte abzulehnen. Die Bürgerinnen und Bürger Europas würden Sie Ihnen danken. 40.000 Menschen haben in München demonstriert, nur in München alleine, gegen diese internationalen Schiedsgerichtshöfe und TTIP. Wenn Sie mal was Vernünftiges machen wollen, schließen Sie sich dem Widerstand der Bürger an. Danke fürs Zuhören. Keine Schiedsgerichte im geplanten Freihandels- und Investitionsabkommen TTIP, sondern internationale Gerichtshöfe sollen eventuelle Konflikte im Handel zwischen der EU und den USA klären, sagt Klaus Ernst, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion. Daher auch dieser Antrag, keine Paralleljustiz für internationale Konzerne im Freihandelsabkommen. Nächster Redner für die Unionsfraktion, Andreas Lemmel. Er ist Obmann im Wirtschaftsausschuss. Nicht einen einzigen neuen Gesichtspunkt. Und Sie könnten uns viel Zeit ersparen, wenn Sie ganz einfach sagen, wir wollen keinen TTIP. Wir wollen keinen TTIP, wir wollen auch überhaupt über gar nichts reden, wir wollen auch überhaupt gar nichts verhandeln. Wir wollen das nicht. Das würde doch ausreichen. Da wäre Ihre Position klar beschrieben. Und da müssen Sie nicht erst die Nebelkerzen werfen, die Sie hier machen, einen großen Topf, wo Sie alles reinschmeißen, umrühren und dann das servieren wollen als Leipziger Allerlei. Ja, also die Frage ist doch, Herr Ernst, der Unterschied zwischen Ihnen und den Koalitionsparteien ist doch der, dass wir uns der Kritik, die ja zu verschiedenen Punkten nicht ungerechtfertigt ist. Der Kritik stellen wir uns und wir überlegen, wie man Dinge besser machen kann. Und die Linken, die haben überhaupt gar keine Veranlassung, darüber nachzudenken, weil sie sowieso alles ablehnen. Und da sind sie ja noch eine schlimmere Ablehnerpartei als die Grünen. Die machen das schon üblicherweise, aber die haben bei der letzten Wahl gemerkt, dass man da nicht durchkommt. Aber ich habe noch nicht einen einzigen Vorschlag von Ihnen gehört, wie man das Problem auflösen könnte, außer dass Sie sagen, wir wollen das alles nicht, Schluss aus, ablehnen. Stimmen Sie endlich jetzt zu, dass TTIP gestoppt werden soll. Das ist doch keine Alternative. Das ist doch eine Null-Alternative. Ja, und genau, wissen Sie, und damit werden Sie sich auch selbst disqualifizieren, genau mit dieser Haltung. Wenn man in diesen Verhandlungsprozessen, wenn man was erreichen will, dann muss man sich ein bisschen Grips in die Birne nehmen, Herr Ernst. Wissen Sie, und da muss man mal ein bisschen überlegen. Da muss man überlegen, was könnte man im Interesse Europas ändern. Aber da offensichtlich das neue Deutschland nicht mehr so viel Stoff liefert, gehen Ihnen auch die Ideen aus. Ja, also ich kann nur sagen, das, was Sie zelebrieren, bringt für die Sache überhaupt nichts, sondern uns geht es eigentlich darum, dass wir in der Koalition uns überlegen, welche Vorschläge können wir machen. Es gibt, die Frau Malmström hat ja die Kritik aufgenommen an den internationalen Schiedsgerichtsverfahren. Man muss noch mal deutlich sagen, Schiedsgerichtsverfahren gibt es auf allen Ebenen der Welt. Das ist doch keiner, Sie tun immer so, als wenn es eine neue Erfindung wäre. Und wir sind zum Beispiel froh, dass bei der WTO, dass es bei der Welthandelsorganisation schon seit vielen Jahren ein etabliertes Schiedsgerichtssystem gibt.
Ja, und diese Schiedsgerichte funktionieren, wie zum Beispiel auch China erkennen musste, als es der Welt die seltene Erde verweigern wollten. Da gab es ein Schiedsgerichtsverfahren, man musste sich letztendlich dem Spruch fügen. Insofern ist ein Schiedsgerichtsverfahren, und selbst wenn Sie Nachbarschaftsstreitigkeiten klären wollen zu Hause, weil Sie Ihren Knallbeerenbusch wieder nicht geschnitten haben, dann können Sie einen Schiedsrichter einsetzen. Außergerichtlich, bevor man ein Gericht befasst, kann man mit dem Schiedsrichter versuchen, eine außergerichtliche Lösung zu finden. Und genau das ist ja der Punkt. Die Frau Malmström hat ja auch noch mal Es nützt ja nichts, wenn Sie nur drum rumschreien. Sie hatten ja vorhin die Möglichkeit, ein paar kluge Gedanken zu äußern. Die Chance haben Sie vergehen lassen. Das ist Pech für Sie. Ja, und die Frau Malmström hat ja eindeutig die Vorschläge auch gemacht, dass man zum Beispiel vorher wählen soll, geht man den gerichtlichen Weg, geht man ins Schiedsgerichtsverfahren. Anstatt dass man diese Vorschläge mal diskutiert und sagt, wie ist denn eigentlich unsere Haltung dazu? Ist das für uns zum Beispiel ein Modell? Ich weiß ja, dass unser Koalitionspartner auch natürlich Probleme mit den Schiedsgerichten hat. Aber es geht doch darum, dass man das Verfahren so modernisiert, so transparent gestaltet, dass es praktisch funktionieren kann und dass die Ängste, die Sie schüren, das ist doch das Einzige, was Sie eigentlich machen wollen damit, die Ängste, die Sie schüren, eben nicht eintreffen. Und wie gesagt, damit ist der Sache nicht gedient. Der Herr Gabriel hat einen Vorschlag gemacht zum Internationalen Handelsgerichtshof. Natürlich kann man den nicht über Nacht einrichten. Aber es ist doch eine Idee, über die man mal nachdenken kann. Was sind die Voraussetzungen dafür? Was muss man tun? Was muss man auch gesetzlich tun, um so einen Handelsgerichtshof einzurichten? Das wäre doch sinnvoll gewesen. Aber da verschwenden Sie dadurch auch null Gedanken daran, weil Sie meinen, Gabriel ist nun Ihr Gegner und jetzt müssen Sie also im Prinzip nur den versuchenden Wirtschaftsminister kaltzustellen. Also deswegen, meine Damen und Herren, sollte man eigentlich, wenn man wirklich auch Aufklärung betreiben will gegenüber der Bevölkerung, gegen den Bürgern, die Sie ja angeblich vertreten, dann sollte man eine Diskussion führen, die auf einer sachlichen Basis funktioniert. Dass man die Argumente aller Seiten nimmt und darüber diskutiert. Ja, Sie haben ja überhaupt nicht ein einziges Argument vorgebracht. Das ist Kollege das Lemmel, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen wenn's Ernst? Wenn es eine, würde ich mal versuchen, mal sehen, von wem Sie kommen. Ach, Herr Ernst. Ja. Kommen Sie wieder, die Zeit läuft sonst mir weg, wenn Sie jetzt die Frage nicht stellen. Sie ist angehalten, die Zeit. Ach so. Herr Lemmel, aus Ihren Ausführungen ist deutlich zu entnehmen, dass Sie ein Problem mit der Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland haben. Hätten Sie nämlich dieses Problem nicht, würden Sie nicht annehmen, dass ein ausländischer Investor vor deutschen Gerichten unfair oder schlecht behandelt wird. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass Sie einen internationalen Schiedsgerichtshof brauchen, wo Sie annehmen, sonst macht es ja gar keinen Sinn, dass ein internationaler Investor offensichtlich sein Recht bekommt, weil es ihm vor deutschen Gerichten verweigert werden könnte. Das wirft ein bezeichnendes Licht auf Sie. Und ein zweiter Punkt, Herr Lemmel. Ich würde Ihnen empfehlen, wir haben ja nun die Möglichkeit, unterirdisch in diesen Saal zu gelangen, mal wieder vorne reinzugehen durch diesen schönen Reichstag. Da lesen Sie ein Schild, da steht drauf, dem deutschen Volke und nicht der deutschen Exportwirtschaft. Ja, das ist klar, das war doch der gleiche Stil, den Sie schon in Ihrer Rede gebracht haben, Herr Ernst. Ich hatte gedacht, Sie hätten dazugehört, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Schiedsgerichte gibt es auf allen Ebenen in der Welt und die funktionieren. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich glaube, dass die deutsche Justiz, dass die deutschen Gerichte nicht funktionieren. Das gibt es überall. Natürlich brauchen wir sie. Man kann ja versuchen, auf außergerichtlichen Weg zu einer Einigung zu kommen. Erstens mal, kostet viel weniger Steuergeld. Ja, Gerichte werden im Prinzip aus Steuergeld bezahlt. Und eine außergerichtliche Einigung ist doch nicht schlechter, als wenn man erst vors Gericht zieht. Was haben Sie denn für eine Auffassung? Das hat doch mit dem privaten Gericht nichts zu tun. Also, Herr Ernst, gucken Sie mal sich nur die Schiedsgerichtsverfahren bei der WTO an. Dann können Sie ja mal sehen, was Schiedsgerichte leisten. Und dann werden Sie wahrscheinlich Ihre Meinung auch dazu wieder ändern. So, meine Damen und Herren, also nochmal, um das zusammenzufassen. Wir gehen davon aus, dass im Moment das Verfahren ja ausgesetzt ist bei den Verhandlungen zu TTIP, also das Verfahren zu den internationalen Schiedsgerichten, dass in Brüssel natürlich innerhalb des Verhandlungs
des Verhandlungsteams die Diskussion mit den Mitgliedstaaten auch laufen. Wie kann man jetzt ein Schiedsgerichtsverfahren, ein Investorenschutzverfahren so ausgestalten, modern ausgestalten, dass es eben auch Maßstäbe setzt in der Welt? Denn gerade dieses TTIP, wenn es zum Abschluss kommt, wird ja letztendlich Maßstäbe setzen und wird natürlich schon die Bedingungen gerade im Falle von Schiedsgerichten auch definieren, die man oder die man in anderen Abkommen nicht mehr gehen kann. Ich kann nur sagen, wir lehnen Ihren Antrag ab. Es wird ja wahrscheinlich, Sie werden ja die Überweisung beantragen, Herr Ernst. Aber nochmals, ich kann nur aufrufen dazu, wenn man dem deutschen Volke dienen will, dann muss man eine sachliche Diskussion führen, eine an der Sache orientierte und keine Polemik, so wie das die Linke schon die ganze Zeit betreibt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Andreas Lemmel für die Unionsfraktion in dieser Debatte hier im Bundestag über Schiedsgerichte in Freihandelsabkommen. Ein Antrag der Linksfraktion liegt dem Ganzen zugrunde. Nächster Redner, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Dieter Janicek. Eine lebhafte Diskussion, aber Herr Lemmel, ich muss Ihnen schon sagen, am ersten paar Minuten hatte ich den Eindruck, Sie reden hier nicht über Schiedsgerichte in Freihandelsabkommen der zwei größten Handelszonen der Welt. Das klang so ein bisschen eher so Nachbarschaftsstreit und Schiedsgerichte auf dem Fußballplatz. Und ein bisschen ernster können wir das dann schon formulieren, denn hier geht es darum, ob wir wirklich eine Paralleljustiz für Konzerne etablieren wollen. Da muss ich Herrn Ernst beispringen. Diese Gefahr ist virulent und da sind wir nicht ganz alleine. Auch der Vorsitzende des Bundesverstands der mittelständischen Vereinigungen sagt, das wollen wir so nicht. Und ich glaube, viele wollen das nicht im Mittelstand, weil das nicht plausibel ist. So, und wir machen ja auch nun wirklich nicht ein Freihandelsabkommen, wenn wir es denn machen. Und ich sage das mal ganz grundsätzlich, Freihandel ist dann eine gute Sache, wenn es Fairhandel ist. Ja, und das wollen wir, wollen fairen Handel. Ja. So, wenn wir das hinkriegen, gute Standards, ökologische, soziale, ich bin da weit weg, glaube ich, momentan, wir sind weit weg in den Verhandlungen. Wenn wir das hinkriegen, dann wären wir nicht dagegen, dann wären wir dafür. Ja. Da sind wir aber weit weg. Und dann ist der Punkt noch, wenn wir das nicht mal hinkriegen, dass wir sagen können, wir haben zwei entwickelte Rechtssysteme, EU, USA, und können das dann auf dem Weg der Rechtssysteme in den Staaten lösen, dann verstehe ich nicht. Auf allen Podiumsdiskussionen, wo ich war in den letzten zwei Jahren, das waren nicht wenige, und auch vielen der Wirtschaft, auch mit BDI und anderen, konnte mir keiner plausibel erklären, warum wir das brauchen. Und Sie können es auch heute nicht erklären, außer dass die anderen das vielleicht wollen oder vielleicht, dass ein paar wollen bei uns eine Exportindustrie. Aber das ist doch keine sinnhafte Argumentation zu sagen, andere wollen das, deswegen brauchen wir das, deswegen müssen wir das machen. Wir müssen das nicht machen. Im Gegenteil, wenn das nicht rauskommt, dann wird TTIP nicht kommen und das ist dann auch gut so. Das sage ich Ihnen. So, jetzt haben Sie ja da im Europäischen Parlament, da sind Sie nicht verantwortlich, das ist richtig, aber dann doch Ihre Kollegen, und das kann man ja schon mal hier zitieren. Ich meine, in der SPD, ich nehme das wahr, und das muss ich Ihnen auch sagen, immerhin macht der Gabriel was. Ja? Also der versucht ja wenigstens mal einen Kurs zu finden, während in der Union sogar am Anfang gar nicht drüber geredet wurde, jetzt so nonchalant, ja, Schiedsgerichte, waren wir immer schon dafür, jetzt sind wir vielleicht dann doch nicht dafür. Aber wer hat denn die Diskussion, ja, Sie sind dafür, andere sind nicht dafür, da gibt es andere Stimmen bei Ihnen in der Union, dass die sehr, sehr kritisch sind, habe ich auch schon gehört. Wer bitte führt denn die Diskussion oder warum führen wir sie? Weil die kritische Öffentlichkeit, weil die Grünen, weil die Linken das aufs Tableau gesetzt haben, weil 2 Millionen Menschen unterschrieben haben. Deswegen gibt es in der EU-Kommission eine kritische Diskussion. Nicht, weil Sie Ihre angebliche wirtschaftspolitische Kompetenz, die Sie in dem Bereich gar nicht haben, eingesetzt hätten. Also das sind doch die Fakten und deswegen können wir wirklich stolz sein, dass wir jetzt hier im Parlament immer wieder diese Diskussionen führen. Man kann sagen, in Regelmäßigkeit. Aber solange Sie dann nicht endlich mal zu einer Lösung kommen und wirklich den Druck machen, den wir brauchen, dann wird das auch weitergehen und das ist auch gut so und das ist auch die Rolle der Opposition, das zu befördern. So, jetzt schauen wir uns noch mal die öffentliche Diskussion an. Also 150.000 Eingaben gab es im Rahmen der Konsultation, 97% der Eingaben gegen die ISDS-Regeln ausgesprochen. Es wächst der Widerstand. Sie haben in Deutschland die Speerspitze der Bewegung, die kritisch ist. Und die sind nicht amerikafeindlich, die sind nicht gegen Freihandel. Die wollen guten Handel, fairen Handel. Und deswegen sind die Leute hier auf der Straße, weil die das erreichen wollen, dass wir zu einem guten Standard kommen. Und Sie haben es nicht gebracht. Und weil Sie es nicht gebracht haben, müssen Sie sich mit dieser vehementen Opposition auseinandersetzen. Und das ist auch gut so. So. Und jetzt sage ich Ihnen noch was zu den Vorschlägen, die im Raum stehen. Ich selber habe im Februar, war es, glaube ich, im Handelsblatt schon mal gefordert, warum gehen wir nicht den Weg und sagen, internationaler Schiedsgerichtshof für Handelsfragen. Ist gut, ja, kann man machen. Nee, Handelsgerichtshof für Schiedsgerichtsfragen, so rum. Sonst wird es keinen Sinn.
Ist gut, kann man machen, sollte man machen, sollte man anstreben. Warum hat man es nicht vor Jahren schon angestrebt? Das ist die erste Frage. Zweite Wahrheit ist, und da kommt die SPD halt auch nicht raus, ist gut, das jetzt zu fordern, kommt aber nicht ins Abkommen. Wissen wir auch alle, dass es nicht reinkommt. Also kommt vielleicht mal 2025, wenn man sich darauf verständigt, sollen wir jetzt einen bilateralen Handelsgerichtshof anstreben? Ich glaube, das kann doch nicht der Sinn sein, dass wir wieder eine Institution schaffen, wenn wir es nicht global hinkriegen. Und wenn wir es nicht rauskriegen, ISDS, dann ist das einfach kein gutes Abkommen. So bleibt es einfach am Ende, weil Sie nicht begründen können, warum es Sonderrechte geben soll für bestimmte zahlungskräftige, wirkungsmächtige Unternehmen und dass die nicht tun werden, um dann im Zweifelsfall auch soziale und ökologische Standards auszuhebeln. Das können Sie vielleicht dem Weihnachtsmann erzählen oder dem Osterhasen. Der Bevölkerung können Sie es nicht erzählen. Und in diesem Sinne fordern wir Sie weiter auf, da wirklich zurückzuziehen. Und wir werden weiter daran arbeiten, dass das nicht kommt. Freihandel ist gut, wenn es Fairhandel ist, sonst ist es schlecht. In diesem Sinne danke ich Ihnen. Dieter Janicek war das, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion hier in dieser Debatte über Schiedsgerichte in Freihandelsabkommen. Ihm folgt jetzt Dirk Wiese für die SPD. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz zu Beginn. Es ist gut, dass endlich über Freihandelsabkommen und das Für und Wider diskutiert wird. Das ist eine große Errungenschaft, die in den letzten Monaten endlich hingekommen ist. Nur ganz ehrlich, lieber Kollege Klaus Ernst. Franz Müntefering hat mal den Satz gesagt, Opposition ist Mist. Seien Sie doch wenigstens so ehrlich und schreiben Sie im September 2017 auf Ihre Wahlplakate, Regieren ist Mist. Dann ist wenigstens eine ehrliche Antwort, die Sie den Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben jeglichen Gestaltungsspielraum aufgegeben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, im Gegensatz dazu ist der Anspruch der deutschen Sozialdemokratie zu gestalten, der Globalisierung Regeln zu geben, Leitplanken zu setzen und sich einzusetzen für eine Stärkung des internationalen Rechts. Und das ist der Satz, den Willy Brandt mal gesagt hat. Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten. Und das macht die SPD. Und ich sage das hier auch mal ganz offen. Ich kann nur den Hut ziehen vor das, was Bernd Lange im Europaparlament in den letzten Monaten und Wochen geleistet hat. Der versucht, Handelspolitik zu gestalten und duckt sich nicht weg. Und er wird auch weiterhin versuchen, was Gutes rauszubekommen. Und da gebührt Bernd Lange ein großes Dankeschön von dieser Seite. Und der Ernst und der Kindler, da können Sie noch mehr Zwischenrufe machen. Die SPD-Bundestagsfraktion ist die einzigste Fraktion im Deutschen Bundestag, die seit Januar 2014 sich in einer Arbeitsgruppe mit den Freihandelsabkommen auseinandersetzt. Wo machen Sie das denn, bitte schön? Wir machen eine Freihandelskonferenz im Willy-Brandt-Haus, in dem wir Reformvorschläge diskutieren. Wir reden darüber hinaus, wie man ISDS reformieren kann, und das geht über TTIP und CETA hinaus. Wir haben mit den Kollegen von CDU und CSU die Mauritius-Konvention mit auf den Weg gebracht. Das heißt, schon für bestehende Investitionsschutzverträge gelten neue Transparenzregeln. Und ich freue mich über die Worte des Kollegen Lemmel heute hier in der Debatte, dass durchgeklungen ist, dass er die Vorschläge von Sigmar Gabriel hin zu einem internationalen Handelsgerichtshof begrüßt. Aber Kollege Janicek, Sie sagen an dieser Stelle gerade, dass Sie nicht für TTIP sind. Ich glaube, Sie entscheiden da letztlich nicht drüber. Ich glaube, das ist Winfried Kretschmann und die exportorientierte Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg. Da müssen Sie sich wahrscheinlich noch dran gewöhnen an dieser Stelle. Aber jetzt wieder zu Ihnen von der Linkspartei. Ganz ehrlich, Herr Ernst, Sie merken doch gar nicht, dass andere Regionen in der Welt dabei sind, um abzuhängen. Allein in Asien sind 100 Freihandelsabkommen in Kraft, und während ich hier spreche, werden 75 verhandelt. Sie werden es nie verstehen. Wenn man in der internationalen Handelspolitik nichts macht, dann heißt das nicht, dass nichts passiert. Es heißt, dass die anderen es machen und man selber nur zuschaut. Europa ist keine Insel. Deutschland ist kein abgeschotteter Raum in der internationalen Handelspolitik. Wir als Sozialdemokratie wollen für unser Land, für die Menschen vor Ort soziale und wirtschaftliche Perspektiven erreichen und nicht den Stecker ziehen und hoffen, der Strom kommt schon irgendwo her. Und ganz ehrlich, wenn ich mir Ihren Antrag durchlese, führt Ihre Obstruktionspolitik in Ihrem Antrag in der Konsequenz dazu, dass das alte IS-System mit allen seinen Defiziten bestehen bleibt. Sie wollen gar keine Reform des bestehenden Systems. Mit Ihrer Dagegenhaltung unterstützen Sie doch gerade unregulierte Märkte. Sie wollen Globalisierung doch gar nicht gestalten. Die Großkonzerne werden es Ihrer Fraktion für diese Haltung danken. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Bundesminister Gabriel hat Vorschläge erarbeitet, die deutlich machen, wie man Handelspolitik gestalten kann, sich auf den Weg machen hin zu einem internationalen Handelsgerichtshof.
Diese Position der Sozialdemokratie, das wissen wir, die ist nicht einfach. Aber das heißt es doch, Politik zu gestalten. Das ist Politik machen, sich auf den Weg machen und sich nicht wegducken, wie Sie das machen. Und Sigmar Gabriel hat die Vorschläge des Professors Krajewski, Sie kennen die, bei vergleichbaren Rechtsstaaten kein ist ISDS, aber wir müssen darüber hinaus auch ISDS reformieren, es sind doch viel mehr Abkommen in der Pipeline als nur diese beiden, das wissen Sie doch. Und das heißt, keine weitergehenden Rechte für Investoren als unter dem Grundgesetz, Einschränkung von Investorenrechten, Präzisierung von Schutzstandards, alle Richter unabhängig und kompetent von den Vertragsparteien ernannt, mit einem festen Geschäftsverteilungsplan, einem verbindlichen Verhaltenskodex, es sollen die UNCITRAL-Transparenzregeln gehen, transparent und öffentlich, Einrichtung einer zweiten Instanz, hin auch zu dem Nachdenken über Einklagbarkeit von Arbeits- und Sozialschutzstandards. Da bin ich an dem Punkt doch bei Ihnen. Und ganz ehrlich, seien Sie doch mal froh, dass Sigmar Gabriel so einen Vorschlag mit Schiedsgerichten gemacht hat. Denn ganz ehrlich, wenn ich mir Ihre neue Fraktionsdoppelspitze angucke, dann brauchen Sie demnächst ein permanentes Schiedsgericht im Deutschen Bundestag, was Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch wahrscheinlich demnächst für Konflikte austragen in ihrer Fraktion. Da können wir oben so ein Dauerschiedsgericht auf ihrer Fraktionsebene einrichten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, wenn Sie in Ihrem Antrag schon Zitate verwenden, dann bitte den Interviewtext als Ganzes zitieren und nicht so, als ob es so aussieht, als ob die Sozialdemokratie in Europa zersplittert sei. Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann sieht die Punkte strittig, mit denen sich auch die deutschen Sozialdemokraten im Bundestag kritisch auseinandersetzen. Er sagt, Anführungszeichen, freien Handel zu verbieten wäre sinnlos. Punkt. Keine Frage, wir wollen Freihandelsabkommen, aber ohne ISDS, Anführungszeichen. Faymann erteilt keine Absage im Grundsatz an TTIP, sondern will wie die SPD dieses Abkommen reformieren. Er will gestalten. Das ist was ganz anderes, als Sie wollen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Hensel? Ja, klar. Ja, ja klar. Bitte schön, Frau Hensel. Das ist unser Antrag. Lesen Sie bitte. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Lieber Kollege Wiese, Sie machen jetzt hier den dicken Maxen. Das ist ja auch alles schön und gut. Dick ist er nicht, aber den starken Maxen, sagen wir es mal so, den starken Maxen, das ist auch alles schön und gut. Und wie Gabriel sich hier einsetzt und was alles auf der Tagesordnung ist und so weiter. Wir haben in der Richtung diese Woche gehabt im Ausschuss unter anderem, was beim G7-Gipfel diskutiert und behandelt wurde. Und ich habe nachgefragt, ob denn diese alternativen Ideen zu einem internationalen Schiedsgericht und all die Diskussionen, die wir ja hier haben, ob die sich eigentlich beim G7-Gipfel abgebildet haben und ob das mit einem Wort auch mal erwähnt wurde. Die Antwort war nein. Es wird überhaupt nicht diskutiert auf dem G7-Gipfel mit einem einzigen Wort, dass die Schiedsgerichte vielleicht hinterfragt werden. Das war null Thema. Und da frage ich mich, wie Sie sich eigentlich hier hinstellen können und uns hier so eine Nummer vorspielen und Sie eigentlich einen Popanz aufbauen, hinter dem real überhaupt nicht steht. Das ist nur heiße Luft. Frau Kollegin Hensel, ich danke Ihnen für die Frage und dass ich dazu noch mal klarstellen kann, weil wir haben zusammen in dem Unterausschuss gesessen und die Verantwortliche aus dem Bundeskanzleramt, die G7-Gipfel vorbereitet hat, hat auf Ihre Frage hin gesagt, dass es nicht konkret besprochen worden ist, weil Sie müssen ja wissen, wer am Tisch gesessen hat. Es steht in der Abschlusserklärung drin, was zum Freihandelsabkommen mit Japan, es steht in der Abschlusserklärung, was drin zum transpazifischen Abkommen, es steht drin, dass der WTO-Post-Bali-Prozess vorangebracht werden soll und es entsteht ein entscheidender Satz drin am Ende und den haben Sie gerade auch bewusst unterlassen. In der Abschlusserklärung steht drin, dass wir bis zum Jahresende nicht zu einem Abschluss von TTIP-Verhandlungen kommen werden. Sie sagen doch immer, das wird abgestimmt in nächster Zeit und dass bis zum Jahresende soll was vorliegen. Es steht drin in der G7-Erklärung, dass bis zum Jahresende Grundzüge vorliegen sollen, wo sich darauf geeinigt werden könnte. Es sind viele Konjunktive an der Stelle. Und das heißt doch, wir als Sozialdemokratie und Sigmar Gabriel haben noch Spielraum für diese Verbesserung, das durchzusetzen. Und lassen Sie uns doch das versuchen. Wieso sollen wir das denn nicht machen an dieser Stelle? Wenn Sie durchkommen, bleibt das alte ISDS-System bestehen an der Stelle. Das kann doch nicht richtig sein. Und darum, wir brauchen bessere Regeln für den Welthandel, darum machen wir das, das ist der Anspruch der Sozialdemokratie. Und das heißt aber auch, und darauf zum Schluss noch mal einzugehen, wir müssen auch stärker darauf hin drängen, dass die Buy American Clause fällt. Das ist ein offensives Interesse, was man hat, gerade für unsere mittelständischen Unternehmen, die gerade auch bei mir vor Ort im Sauerland sind. Und wir wissen doch, wie die Debatte läuft. Die Präsidentschaftswahlen in den USA stehen im nächsten Jahr an. Das wird den ganzen Prozess verzögern. Das wird nicht vorangehen. Darum ist es gut, dass wir über Freihandel diskutieren, Verbesserungen machen wollen, aber nicht den Kopf in den Sand stecken und alles immer permanent ablehnen. Vielen Dank.
Freitagmittag, 13.09 Uhr, sage ja keiner, der Bundestag sei nicht zu Überziehungen fähig um diese Uhrzeit an einem Freitag. Und er kann das Ganze sogar mit einer ordentlichen Portion Polemik würzen. Hier in der Aussprache über Schiedsgerichte in Freihandelsabkommen. Jetzt spricht Heribert Hirte für die Unionsfraktion. Er ist Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der EU. Schauen wir uns doch den Antrag mal genau an. Da reden Sie keine Paralleljustiz. Sie haben es noch nicht verstanden. Es geht hier um Abkommen zwischen Staaten. Und zwischen Staaten haben wir überhaupt kein staatliches Justizsystem. Das wollen wir schaffen mit dem Handelsgerichtshof, was unter anderem Sigmar Gabriel vorgeschlagen hat. Im Augenblick ist von Paralleljustiz gar keine Rede. Erster Fehler in Ihrem Antrag. Sie müssten dann schon lauter sprechen, dann müssen Sie Redezeit beantragen. Aber Sie haben ja schon x-mal dazu geredet. Wir kennen das alles. Ist wirklich langweilig. Gehen wir weiter durch. Dann reden Sie von internationalen Konzernen, denen das alles nutzen soll. Nein, die internationalen Konzerne, die brauchen keine Freihandelsabkommen. Die können sich selber helfen. Wir wollen den Deutschen, den Tschechischen, den Niederländischen, den Französischen und umgekehrt auch den amerikanischen Unternehmen helfen, damit sie auf der anderen Seite des Atlantiks Geschäft machen können. Das ist unser Anliegen und das konterkarieren Sie. Und damit gehen Sie gegen die Interessen Ihrer Arbeitnehmer. Und es geht auch nicht um Konzerne, es geht um normale Unternehmen, ganz normale kleine und mittelständische Unternehmen. Kleine und mittelständische Unternehmen, die jetzt nach dem augenblicklichen Stand nicht nach Amerika exportieren können, denen wollen wir die Chance geben, es den Großen gleich zu machen. Sie reden nur von den Großen, wir reden von den kleinen und den mittelständischen Unternehmen. Das ist die Wahrheit, das sollten Sie mal begreifen. Und wenn Sie jetzt hier weiter sehen, dann heißt es, da sind Sie gegen Sonderklagerechte, die Investoren ein exklusives Recht einräumen. Ja, aber das ist doch auch falsch. Es geht um Abkommen zwischen Staaten, da klagen normalerweise die Staaten. Und der normale Weg wäre, dass ein Mensch aus dem einen Staat sagt, ich möchte von meinem Staat, dass er gegen den anderen Staat vorgeht. Wenn wir ihm das erleichtern, das ist gelebte Subsidiarität, die wir hier betreiben, dass die Unternehmen des einen Staates unmittelbar in dem anderen Staat schon klagen können. Ich würde mir wünschen, eine solche Regelung hätten wir etwa bei Doppelbesteuerungsabkommen auch, dass da auch die Kläger unmittelbar die Begünstigten ihre Rechte geltend machen können. Herr Kollege Hirte, ganz kurz mal Luft holen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst? Schon wieder. Vielleicht kann der noch ein paar Minuten halten und dann erledigt sein. Ja, in ein paar Minuten, dann haben Sie keine Redezeit mehr, da geht es nicht. Also, Sie sagen nein, bitteschön. Und das bedeutet doch, es geht um eines: Irreführung, Fehlangaben, Fehldarstellungen. Und das ist das, was Sie hier verbreiten. Und denen sitzen leider viele Leute auf, auch in unserem Lande. Und das bedeutet, wir müssen die Dinge richtig stellen und daran arbeiten wir. Und da finde ich es dann schon bedauerlich, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund jetzt auch in die Liste der sogenannten No-TTIP-Gegner eingestiegen ist. Ja, wissen Sie, der DGB hatte vorher Zeit bei der Europäischen Kommission, da gab es nämlich eine Anhörung. Und wer sich nicht geäußert hat, das war der DGB. Und der Vertreter des DGB, mit dem ich ein paar Mal auf dem Podium zusammengesessen hatte, hat gesagt, ja, wir fanden es nicht wichtig. Interessant. Jetzt, wo Sie laut schreien, findet er es wichtig. Das ist kein sachliches Argument. Aber sachliche Argumente sind ja nicht die Dinge, die Ihnen irgendwie besonders nahe gehen. Und jetzt schreiben Sie hier, wenn man den Antrag weiterliest, hohe Schadenersatzforderungen, das wollen wir ausschließen. Ja, haben Sie eigentlich mal darüber nachgedacht, was die Alternative im staatlichen Rechtssystem ist? Gerade im Fall Vattenfall wird ja auch zum Bundesverfassungsgericht geklagt. Das Bundesverfassungsgericht kann die Gesetze für unwirksam erklären. Und das bedeutet, das geht viel weiter als das, was Sie hier für schrecklich halten. Das müssen Sie den Bürgern auch sagen. Auch hier Irreführung, Nebelkerzen, genau die Nebelkerzen, von denen Sie eben gesprochen haben. Schadenersatzforderung. Ja, ich zitiere weiter aus Ihrem Antrag. Ein souveräner Staat darf sich einem Klagerisiko nicht aussetzen und dem damit verbundenen Einschüchterungseffekt. Ja, ehrlich gesagt, wenn das so stimmt, dass ein Staat nicht verklagt werden darf, dann darf staatliches Unrecht nicht überprüft werden. Aber das scheint Ihre eigentliche Denke zu sein. Und da muss ich sagen, das ist das Rechtsstaatsverständnis, mit dem Sie Probleme haben.
Und deshalb werden wir Ihren Antrag ablehnen, aber das wird Sie wahrscheinlich sowieso nicht wundern. Jetzt sollten wir über die Frage nachdenken, was sind die Alternativen. Und da bin ich den Grünen ausdrücklich dankbar, die gesagt haben, dass wir über diese Frage natürlich nachdenken können. Wir haben das getan und wir haben ja schon nicht nur einen Antrag zu diesem Thema hier beraten. Wir wissen, dass es bei Schiedsverfahren manche Dinge gibt, die nicht so laufen, wie man sich das am besten vorstellen könnte. Und das hängt nicht damit zusammen, dass es irgendwelche anonymen große Industrien gibt, die das so durchgesetzt haben, sondern es hängt schlicht damit zusammen, dass wir Hunderte von Schiedsverfahren in der Welt haben, bei denen man über diese Frage nicht so nachgedacht hat. Da bin ich Ihnen dankbar. Dass wir jetzt diskutieren können, ist schon eine gute Sache. Aber die Frage ist, in welche Richtung diskutieren wir? Und ich möchte das wiederholen, was ich zu diesem Punkt schon mehrfach gesagt habe. Ich halte es für richtig, wenn wir eine stehende internationale Organisation haben, ein stehendes internationales Gericht haben, das oben mit Profis über diese Fragen entscheidet. Das sind die Vorschläge, die jetzt von Gabriel und Malmström ins Gespräch gebracht wurden. Ich habe hier gesagt, wir können, und zwar autonom als Deutscher Bundestag, daran arbeiten, die Auswahlentscheidung, und zwar auch bei vorhandenen vorhandenen Freihandelsabkommen, wir können daran arbeiten, die Auswahl der Entscheidung in unsere Hände zu nehmen. Wir haben die Entscheidung über die Auswahl der Richter am Europäischen Gerichtshof auch vom Wirtschaftsministerium rüber in unsere Hände genommen. Und das könnten wir bei Schiedsgerichtsinstitutionen genauso machen. Und auf der europäischen Ebene könnte das Europäische Parlament machen. Lassen Sie uns doch über solche Vorschläge reden, die sind seit Längerem in der Welt. Und das war wohl auch einer der Gründe, warum Wirtschaftsministerium und Europäische Kommission über Alternativen nachdenken. Lassen Sie uns über die Frage reden, wie sich nationaler und internationaler, nicht zwingend schiedsrechtsfähig, zueinander verhalten, dass man nicht die Wege aussuchen kann, dass man die sogenannte Fork in the Road hat, dass man nur eine Klage erheben kann und nicht zwischen den Sachen hin und her switchen kann. Lassen Sie uns gerne über eine Berufungsinstanz reden, aber ich sage auch dazu, das Bundesverfassungsgericht fordert keine Berufungsinstanz. Und wir sind an anderen Stellen durchaus auf der Linie, dass wir sagen, Verfahren sollen nicht unnötig verlängert werden. Das gilt es gegeneinander abzuwägen. Und schließlich, es ist richtig, Schiedsverfahren gehen sozusagen auf der Basis von Stundenhonoraren. Und das heißt, sie sind für große Unternehmen relativ billig und für kleine Unternehmen relativ teuer. Da haben Sie den Vorsitzenden des Bundes der mittelständischen Unternehmen in der Tat richtig zitiert. Aber deshalb wollen wir daran arbeiten, solche Verfahren auch für die zugänglich zu machen, die nach dem bisherigen System da nicht reinkommen. Und das bedeutet, wir wollen TTIP für auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen. Denn transatlantischer Handel ist gut für die Bürger in Europa und für die Bürger auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort Heribert Hirte für die Unionsfraktion, und es folgt die letzte Rednerin in dieser Aussprache über Schiedsgerichte in Freihandelskommen, die sich bezieht auf einen Antrag der Linksfraktion, und deswegen noch eine Kurzintervention von Klaus Ernst. Falschdarstellungen. Jetzt haben Sie gesagt, es ginge Ihnen gar nicht um die großen Konzerne, oder es ging in dem Zusammenhang gar nicht um die großen Konzerne, sondern um Kleinbetriebe. Vorher hat der Kollege Lämmel richtigerweise gesagt, manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn, dass es schon eine ganze Reihe von Schiedsverfahren gibt, die in Abkommen vereinbart sind, oder recht. Haben Sie einen Fall eines Unternehmens unter 100 Beschäftigte, das vor einem bestehenden internationalen Gerichtshof geklagt hat? Sie werden keinen finden. Alle Unternehmen, die bisher vor internationalen Schiedsgerichten geklagt haben, waren große Konzerne. Vattenfall, Leon Pai, Philip Morris, alle. Sie behaupten aber hier, es ginge bei diesen Fragen um den Kleinen und werfen uns Fehldarstellungen vor. Es ist eine eklatante Fehldarstellung zu sagen, es ginge bei diesen Fragen um die kleinen Unternehmen. Es geht schlichtweg um die großen Konzerne in der Praxis. Zweitens. Sie haben gesagt, es ginge nun darum, diese Vorschläge ernst zu nehmen und zu implementieren. Glauben Sie, das ist jetzt wirklich noch mal eine Frage, die können Sie gern beantworten, glauben Sie wirklich, dass in CETA, also dem Abkommen mit Kanada, das fertig verhandelt wurde, die Vorschläge eines internationalen Handelsgerichtshofs noch eine Rolle spielen? Und wie sollten Sie und würden Sie sich verhalten, wenn in CETA diese Vorschläge nicht berücksichtigt werden? Stimmen Sie dann zu oder stimmen Sie dagegen? Und genau das müssen sich auch die Sozialdemokraten überlegen. So, dann hat jetzt der Kollege Hirte die Gelegenheit zu antworten. Bitte schön.
Sie haben es richtig gesagt. Sie reden über die Vergangenheit. Wir wollen die Verfahren und wir wollen auch die Abkommen so erweitern, dass auch kleine und mittelständische Unternehmen vom transatlantischen Handel profitieren können. Das ist die zukunftsorientierte Sichtweise unserer Fraktion und im Übrigen auch die der SPD. Und im Übrigen, wenn Sie zu CETA fragen, über CETA reden wir gesondert, dann, wenn es zur Abstimmung ansteht. Und dann werden wir gucken, wie weit wir bei dem Thema Schiedsverfahren sind. Und dann werden wir da auch eine Entscheidung treffen. Dankeschön. So, und dann gab es noch einmal einen Dialog zwischen Klaus Ernst und Heribert Hirte. Und damit kommt jetzt die letzte Rednerin in dieser Debatte, nämlich Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir sollten hier alle uns noch mal vergegenwärtigen, warum wir diese Diskussionen führen. Und zwar auch hier in diesem Haus. Und zwar ist das deswegen, weil wir eine Prozessverantwortung zu übernehmen haben. Es geht hier darum, dass die Parlamentarier, auch wenn sie jetzt nicht gerade unmittelbar am Verhandlungstisch sitzen, sich genau diesen Dingen stellen, die zwischen Erteilung eines Verhandlungsmandats und einem späteren Abschluss eines Handelsabkommens stehen. Und wenn das formal juristisch an sich so sein müsste, dass man einmal sagt, bitte Kommission, macht dies, handelt etwas aus und ein paar Jahre später heißt es, bitte ratifiziert das nun alle und zeichnet es ab, dann kann in der Zwischenzeit was passiert sein. Und das liegt in der Natur der Sache von solchen über Jahre hinweg laufenden Handelsabkommen. Und deswegen sollten wir uns hier nicht gegenseitig, glaube ich, das Leben schwer machen, genau diese Prozessverantwortung zu übernehmen und im Laufe dieses Prozesses, das heißt aber auch während laufender Verhandlungen und nicht vor dem Hintergrund eines geforderten Abbruchs, diese Dinge fortzuentwickeln, die sich in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Monaten als Änderungsbedarfe gezeigt haben. Die SPD hat entscheidende Fortschritte schon mit ihrem Konventbeschluss erzielt in diesem Bereich der Fortentwicklung von Handelsabkommen, hat aufgezeigt, wo Nutzen liegen können, hat aber auch aufgezeigt, wo ganz klare rote Linien sind. Und ich sehe überhaupt nicht, dass wir zurzeit auf der Zielgerade sein, diese roten Linien zu überschreiten. Ganz im Gegenteil. Es werden die ersten wichtigen Schritte geleistet, insbesondere mit diesem Vorschlag, die Gerichtsbarkeit ordentlich zu machen und von der Schiedsgerichtsbarkeit wegzukommen. Und es geht in den weiteren Schritten darum, auch die Fragen, wie weit regulatorische Kooperation möglicherweise eine Aushebelung bedeuten kann oder inwieweit der zurzeit noch verfolgte Negativlistenansatz tatsächlich auch so umzusetzen ist mit den Maximen, mit den roten Linien, die man definiert hat, die man herausgearbeitet hat, ob das nicht auch noch weiterer Überprüfung bedarf. Und wenn wir es uns jetzt einfach so einfach machen, wir sehen ja, wie schwierig es ist, zu den einzelnen Punkten hervorzudringen, einfach sagen, ja, Europaparlament hat eine Schlappe gemacht, das finde ich auch einfach nicht fair den Kollegen gegenüber. Da gab es eine intensive Auseinandersetzung, da gab es einen Beschluss vom Handelsausschuss, es gab noch zusätzliche Änderungen, die einfach zeigen, es lebt, die Debatte lebt. Und dann gibt es eben einfach die Verfahrensvorschrift, wenn zu viele Änderungen sind, dann muss es vertagt werden. Bitte schön, was ist denn daran das Problem? Und insofern möchte ich einfach daran appellieren, diesen Prozess wertzuschätzen. Wir sind zurzeit dabei, einen Prozess, nämlich die Gerichtsbarkeit zu ändern, obwohl das Verhandlungsmandat eben diese Schiedsgerichtsbarkeit vorsieht. Das finde ich im Grunde genommen, es ist eigentlich ein historischer Schritt. Wir sagen damit, wir bekennen uns damit, und das ist die Arbeit der Parlamentarier, nicht der Kommission, es ist die Arbeit der Parlamentarier zu sagen, es gibt diese Gestaltungsspielräume und wir brauchen die und wir haben ein Recht darauf. Und wenn Sie jetzt einfach behaupten, lieber Herr Ernst, dass mit den Gerichtsbarkeiten Investitionsschutz zementiert würde, so ähnlich haben Sie sich gerade ausgedrückt, wörtlich möchte ich mich jetzt hier nicht festlegen, dann ist das einfach falsch. Ja? Die Gerichtsbarkeit ist, wie gesagt, ein erster wichtiger Schritt, dass man von den Schiedsgerichtsbarkeiten wegkommt. Aber was da nun tatsächlich Rechtsmaterie ist, ob da die Bürger außen vor sein sollen, wie Sie das unterstellt haben, das ist überhaupt nicht geregelt. Das erhebt der Anspruch, das Konzept, was zurzeit verhandelt wird, erhebt überhaupt nicht den Anspruch, auch materiell-rechtliche Vorgaben zu machen oder die Klägersituation zu beschreiben, sondern es geht einfach um das Format des Gerichtes an sich. Und die weiteren Schritte, was wird überhaupt rechtsfähig
als Verhandlungsmaterie vor solchen Gerichten. Das ist doch weiterhin auch unsere Aufgabe, das noch zu definieren und eben dafür Sorge zu tragen, dass die Gestaltungshoheit in den einzelnen Mitgliedstaaten und auch auf Seiten der Verhandlungspartner nicht ausgehebelt wird. Das müssen wir noch weiter gestalten. Insofern, finde ich, sollten wir auch erkennen, und das ist vielleicht eine kleine Kritik, die sich auch die Europäische Kommission gefallen lassen muss, dass wir hier möglicherweise auch ein Demokratiedefizit vorfinden in der Europäischen Union in der Form, dass wir zu weitgehend mit der Erteilung von Verhandlungsmandaten an die Kommission etwas auf einen Lauf setzen, den man sehr schwer nur noch zurückholen kann, wenn sich aber Änderungsbedarfe ergeben. Insofern sollten wir auch anhand dieser Prozesse erkennen, dass wir grundsätzlich hinterfragen sollten, ob man da nicht auch Konsultationsverfahren und auch Einbeziehung des Europäischen Parlaments, der Parlamentarier, vorsieht, auch schon im Prozess. Denn nämlich nur so kann man auch die rechtlichen Ansprüche oder die politischen Ansprüche, die sich entwickeln, konform bringen mit dem, was rechtlich formal juristisch auch nun vorgesehen ist für diese Prozesse. Zurzeit ist es so, die Kommission darf eigentlich das geheim halten, sie darf ins stille Kämmerlein zurückziehen und wir müssen uns das alles mühselig wieder herausziehen. Wir haben jetzt herausgearbeitet, dass das nicht geht. Und ich denke, unsere Aufgabe muss auch sein, an der Wurzel anzupacken und zu sagen, für alle künftigen Verhandlungen und auch für die heutigen muss schon gelten, dass der Parlamentarismus hier besser wertgeschätzt wird und hier eingreifen können muss, wenn da etwas schiefläuft. Und da sind wir jetzt auf einem guten Weg mit dem, was vorgeschlagen wurde auf Initiative von Sigmar Gabriel. Und darin bitte ich euch alle anzuknüpfen. Vielen Dank. Dankeschön. Nina Scher war das für die SPD-Fraktion und sie war die letzte Rednerin bei diesem Tagesordnungspunkt 25 an diesem Freitagmittag. Der Bundestag hat diskutiert über Schiedsgerichte in Freihandelsabkommen. Da sieht die Linksfraktion Paralleljustiz auf uns zukommen und fordert internationale Gerichtshöfe. Aber es gibt inzwischen auch Vorschläge ja aus der SPD. Beispielsweise hat Sigmar Gabriel vor einiger Zeit vorgeschlagen, anstelle von privaten Schiedsstellen, die hier jetzt vor allem kritisiert worden sind, einen US-europäischen Handelsgerichtshof ins Leben zu rufen, wenn beispielsweise das transatlantische Investitions- und Freihandelsabkommen TTIP in Kraft treten sollte. Zustimmung für den Antrag der Linken gibt es natürlich von den Linken, aber auch aus den Reihen der Grünen. Der Rest wird sich dagegen aussprechen und dann wird das Werk in den entsprechenden Ausschüssen weiter behandelt werden. Wir verabschieden uns an dieser Stelle vorübergehend aus dem Deutschen Bundestag.